Hallo, hallo. Hallöchen! Na, meine geilen Freunde da draußen, geht's euch gut? Ich hoffe es ja verdammt nochmal richtig gut. Ich hab mal wieder in der Schublade gekramt. Ah, super gut, ha? Liebe! Warte. Ah, ich mag diesen Song, ich mag ihn. Na, alles gut bei euch? Ey, und wie geil, schau mal her. Mega, wir haben endlich wieder einen Chat drin. Lange Zeit hat's gedauert, lange Zeit war's. Ey, hallo? Mach weiter, Junge. Sag's dir. Ah! Was? XCOM? Oh, Crash. Das ist das Spiel der Liebe. Also, für manche. Für manche ist es auch dieser nette Apparatus hier hinter uns. Schau her. Vielleicht kann man ihm auch ins Auge pieken. Nein, falsche. Wuhu! Ja, wir machen heute mal ein bisschen Aliens klatschen. Und ich würde sagen, der Song passt doch einfach mega dazu. Der ist für ein anderes Projekt eigentlich rausgesucht, aber ich habe ihn dabei entdeckt. Das andere Projekt darf ich aber noch nicht verraten. Das ist strengstens geheim und es ist ganz lange schon in Planung. Das ist so mega lange in Planung, dass ich schon fast vergessen habe, dass es noch existiert. Aber ich habe es wiedergefunden. Und? Warte. Es kommt mit Liebe zu euch. In einigen Wochen, Monaten, vielleicht noch später. Aber es kommt. Und es wird episch geil. Wollte ich nur mal gesagt haben, an der Stelle. Was, du hast zum ersten Mal 30 Minuten Coden gestreamt und? Wie lief's? Technical Gaming! Was ist denn da los eigentlich schon wieder? Ist schon wieder alles down hier. Warte. Ah, das kennen wir schon. Nee, Moment. Das ist auch gut. Aber. Ah, ist gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Oder das. Der größte Fan! Hallöchen! Was? Mod? Ah, ich habe doch so viele Mods schon. Und jetzt schau mal hin, wie viele ganz, ganz tolle Menschen hier sind. Das ist, Mod werden ist gar nicht so einfach hier. Das ist nämlich extrem schwierig. Legit. Mod werden entscheidet, also pass auf. Nochmal ganz kurz, damit wir das Thema noch mal ein bisschen aufarbeiten. Weil es wird ja doch immer wieder gefragt. Mod werden hier kann man nicht einfach so werden. Und zwar, Mod muss man sich nicht nur verdienen, sondern wir sagen, Achtung, liebe Freunde, es ist Bedarf nach einem Mod. Das heißt, die ganze Zwergen-Mod-Community, ja, das bin nicht nur ich alleine, sondern alle meine Mods müssen einstimmig sagen, wir brauchen jemand Neues. Und dann entscheidet die wird von der Community werden Vorschläge gebracht. Wir nehmen uns drei dieser Vorschläge raus und von diesen drei Leuten werden wir innerhalb der Community eine Umfrage veranstalten auf zwergcube.de und dann wird entschieden, wer Mod ist. Das ist unser Community-Plan. Ja. Sau kompliziert, aber dafür absolut fair, finde ich. Weil dann haben wir ein bisschen Einfluss, ihr habt Einfluss und es wird der Mod, der von der Community gewählt ist. Ja. Das ist quasi, das ist ja euer Mann fürs Grobe quasi. Und da ist der Plan auch her. Also ich würde sagen, geile Scheiße. Oder? Hey, Freddy! Aber legit, nicht verzagen. Einfach auf Zwergtube aktiv sein, weil dann kennen dich nämlich die Leute und dann wissen sie auch, wer du bist. Auch eine Möglichkeit. Wann kommt Aven Colony? Wally, bist ja ganz schön fix unterwegs.
Elfenkolonie habe ich mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben und zwar für morgen. Ja, aber als Let's Play, Short Let's Play, ich will es nochmal zeigen in der zweiten Staffel, habe ich mir ganz, ganz oben auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, das wird super. Kann ich mir gut vorstellen. Wie lange wolltest du schon XCOM 2 spielen? Skeff, seit es rausgekommen ist. Damals aber bin ich mit dem Balancing überhaupt nicht. Ich habe ja XCOM 1 gespielt gehabt. Und Unknown Enemy Within hatten wir ja als Mega-Stream-Projekt. Und schwuppdiwupp war ich da gestanden und bin mit der neuen, mit XCOM 2 gar nicht zurechtgekommen. Das hat sich jetzt deutlich gebessert, ja. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt gehabt, bin viel, viel besser reingekommen in das Spiel, in das ganze Gameplay und habe es auch ein bisschen besser verstanden, glaube ich. Und jetzt gehen wir in die Sache rein und gucken einfach mal, wo die Reise hingeht. Eben Kolonie, ja, aber erst später. Also erst morgen und dann wahrscheinlich erst die Folge am Samstag, aber gucken wir mal. Alexander, Hallöchen! Lil Angel ist auch da und Ilona, Mensch! Sonst warst du alleine, Panna Cotta. Du, die ersten Videos, die ich rausgebracht habe vor Jahren, ja, da hat, ich weiß gar nicht, es ging los und da haben irgendwie, hatte ich ein, zwei Aufrufe auf einem Video und fand das mega, dass überhaupt jemand das angeguckt hat. Seid nicht so ungeduldig, wenn ihr selber YouTuber seid oder YouTube machen wollt. Lasst euch die Zeit und glaubt mir, ihr landet mit der Zeit und zwar so viel, ist unfassbar. Schlimmste, was im Kanal passieren kann, ist, dass er von heute auf morgen von 0 auf 10.000 Abos schießt, weil du kannst dir in der Geschwindigkeit, kannst du gar nicht damit umgehen, so viele Leute zu haben, weil da auch viel drin steckt, was man im Hintergrund gar nicht sieht oder was man jetzt vordergründig gar nicht sieht, aber im Hintergrund gemacht wird, so rum. Also ich persönlich bin froh drum, dass ich niemals gepusht wurde und niemals irgendwie von irgendeinem Großen hochgezogen wurde oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Abo-Schub von mehreren Tausend hatte, weil du kannst das nicht handeln, das ist völlig unmöglich. So. Okay, meine Lieben. Spannung, Aufregung und Liebe in einem... Dann geht's los, oder? Oder wollen wir noch über irgendwas reden? Habt ihr noch Fragen? Mr. und Mr. AD fragt erstmal nach VIP. Macht er. Link ist da. Einfach klicken, wenn ihr Bock habt. Ach, Twitch und YouTube. Ah, okay. Nur streamen. Ja, streamen ist auch eine schöne Sache. Also ich liebe streamen, ganz ehrlich. Sonst würde ich das jetzt nicht so auf Biegen und Brechen versuchen, jeden Donnerstag zu machen. Auch wenn es mal manchmal wie heute ein bisschen später kommt. Aber ich liebe Streamen, ich mag das live und ich liebe es, wenn hier im Chat einfach mal ein bisschen was abgeht. Lippo am Start, Hallöchen. Warte. Und heute moderiert für Sie der einzig wahre, unvergleichliche, fast nie vergessene Lippo. Lippo! Kannst du mal arg spielen? Och, Alexander, hab ich doch schon mal eine Zeit lang. Aber ehrlich gesagt, ich hätte auch wieder Bock drauf. Aber ich habe da mit den Mods auch letztens drüber gesprochen. Letztens ist es schon wieder ewig her, aber es war letztens. Und Arc hatte ich auch mal Bock. Ja, da hatte ich auch mal Bock drauf. Tja, aber da müssen wir uns was überlegen. Da brauchen wir vorher einen Plan. Genauso wie Rust. Gleiches Problem. Ich kann den Server nicht 24/7 offen halten und spiele selber einmal die Woche, weil dann sind alle anderen mega equipped und ich habe keine Ahnung mehr, wer was gemacht hat. Wenn, dann müsste man eine Serverzeit ausmachen, in der wir dann gemeinsam spielen. Sowas in die Richtung. Aber ich arbeite an einem Plan mit den Moderatoren zusammen. Panna Cotta, lass dir die Zeit, die du brauchst für sowas. Ohne Scheiß, lass dir genug Zeit, überleg ein bisschen und... Sei nicht enttäuscht, wenn es am Anfang nicht klappt. So war es bei mir. Am Anfang ging es einfach nicht so. Ja, das ist einfach eine Frage der Zeit. Und je länger man das macht, desto mehr Liebe kommt. Wie hier im Chat. Schaut euch das mal an. Hier. Oh Gott. Erstmal ein Schlückchen aus der Tasse. Hashtag Lippo. Ja, aber hallo. Mmh.
Wie viel Delay haben wir denn heute eigentlich? 6 Sekunden, glaube ich nicht so ganz. Glaube ich noch nicht so ganz. Werden wir aber noch rausfinden. So, meine Lieben, die Coins funktionieren wieder. Das bedeutet, jeder, der von euch Bock drauf hat und sagt, hey, ich würde mal ganz gern gucken, wie viele Coins ich eigentlich in meinem Säckchen habe. Jeder von euch hat Coins. Es ist nicht limitiert auf Abonnenten oder VIPs. Jeder von euch kriegt gleich viele Coins, der hier im Stream zuguckt. Und hey, wenn ihr es checken wollt, Ausrufezeichen ZT in den Chat. Und schwuppdiwupp könnt ihr mal checken. Crash macht's schon vor, sehr geil. Und da seht ihr, wie viele Zwergtaler ihr auf dem Säckchen habt. Im Übrigen, ihr kriegt alle 10 Minuten 2 Coins. Das ist nicht viel, ist nicht viel. Und ihr müsst innerhalb dieser 10 Minuten natürlich auch was geschrieben haben. Sonst sagt der Bot, ihr seid AFK und rechnet euch raus. Würde ich euch nicht empfehlen. Das heißt, immer schön mitschreiben, lasst den Chat richtig bollern. Da muss richtig Liebe rein. Und dann geht da auch was. Ansonsten, wer von euch natürlich den VIP, wie jetzt zum Beispiel die Crash, also Paradies-Song, oder Holla, oder aber der gute Skeff, den ich gesehen habe. Fuffel habe ich auch gerade am Durchfliegen gesehen. Mensch, ja, ihr alle bekommt als VIP zweimal mehr. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ist doch mal ein Lob wert, oder? Schon, zweimal mehr. Denn als kleines Dankeschön erhaltet ihr zweimal mehr aus dem Grund, weil ihr den Kanal einfach am Laufen haltet, da ein bisschen Liebe für investiert. Und ich würde sagen, das ist doch mal eine verdammt faire Geschichte, oder? Auch an alle, die nicht VIP machen können, aus welchen Gründen auch immer, ihr kriegt trotzdem eure Zwergtaler. Aber ganz viel Liebe. So, die Aliens warten schon. Marco sagt es. Marco, Mensch. Der Mann fürs Grobe. Was? Lippo sagt, dass er dich hasst. Oh, Lippo. Lippo kriegt unendlich Zwergtaler. Nee. Aber die kann ich hier auch wieder wegmachen. Ach, Lippo. Ha? Ich hoffe, es läuft gut bei dir. So, Zwergfan, Hallöchen. Bitte, bitte, Marsch. Verdammt nochmal. Euer Wunsch ist mir absolut Befehl. Passt auf. Pass auf, ich drehe die Lautstärke auf Maximum. Seid bereit. Wir machen jetzt einmal wieder wie immer. An dieser Stelle. Nein, Quatsch, ist natürlich Blödsinn. Pass auf. Okay, wir werden jetzt dann nochmal reingehen. Und zwar Eisern. Ja? Und natürlich werden wir nicht alleine reingehen, denn was wäre alleine? Das wäre doch bei XCOM gar nichts. Ihr seid natürlich dabei. Und genau dafür braucht ihr diese Zwergtaler. Und da werden wir auch niemanden ausgrenzen. Denn ihr seid alle dabei. Yes! Auf geht's, würde ich sagen. Ich switch mal rüber. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, wo habe ich es hingelegt. XCOM 2 darüber. Musik aus, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Denn wir werden jetzt ein paar Aliens klatschen.